Wir wissen, dass Frauen eigene Erfahrungshorizonte haben, die sie in die Politik mit einbringen können. Man muss sich eine Meinung bilden über alle Themen, die die Menschen vor Ort beschäftigen. Also mir macht das einfach Spaß. Und ich kann jedem nur empfehlen, Kommunalpolitik zu machen. Und wir sehen das Ergebnis. Und das finde ich so toll. Da ist man irgendwie stolz und sagt sich, ja, wir haben was geschaffen. Ich stehe hier am Skatepark von Halle Neustadt. Das ist ein Projekt im Rahmen der internationalen Bauausstellung in Halle. Kommunalpolitik macht für mich aus, dass die Bürger in einer ganz unmittelbaren Art und Weise an ihrem Lebensumfeld mitgestalten können. Und ich muss sagen, dass mir generell auch politische Diskussionen und Auseinandersetzungen, die es ja dann auch gibt, auch Spaß machen und insbesondere dann, wenn es eben auch ein Ergebnis gibt, was man dann auch sieht. Das Projekt, von dem wir hier stehen, die Kinderkrippe, der Kindergarten, liegt mir deswegen ganz besonders am Herzen, weil meine gesamte kommunalpolitische Karriere damit verbunden ist. Es sollten sich mehr Frauen in der Kommunalpolitik engagieren, weil einfach die Politik, die man gestaltet, vielfältiger wird und die Frauen viele, viele Erfahrungen aus ihrem Lebensalltag mit einbringen können, die anders sind als die der Männer und die damit auch ein anderes Leben vor Ort möglich machen. Wir stehen hier in Schlamau an unserem sanierten Dorfteich und das ist eigentlich auch ein Herzensprojekt von mir gewesen und von unseren ganzen Einwohnern eigentlich. Also seit 1965 bin ich in der Kommunalpolitik tätig. Das Tollste daran ist eigentlich für mich persönlich der Kontakt mit den Menschen. Ich könnte nicht ohne diesen Kontakt leben, weiß ich. Sie sind hier in dem aufstrebenden jungen Stadtteil Leipzig-Blagwitz. Und hier sehen Sie das Projekt des Wege e.V., ein Verein, welches sich mit Angehörigen und Freunden psychiatrisch Kranker auseinandersetzt. Kommunalpolitik ist konkret, ist transparent und unvorstellbar facettenreich. Für mich ist das Tollste an Kommunalpolitik, dass man auch als sehr junger Mensch mitgestalten kann. Und da ist es ganz gleich, in welchem Themenfeld man sich bewegt. Man kann mitgestalten, man kann verändern und man ist letztendlich ein kleines Zahnrad in einem riesengroßen Getriebe. Also ich stehe hier an der Verladestation der Ilmenauer Umweltdienst GmbH. Mir geht es darum, die Abfallwirtschaft zu kommunalisieren. Kommunalpolitik macht mir Spaß, macht mir einfach Spaß, weil man etwas bewegen, etwas verändern kann, weil man Bürgerinnen und Bürger mitnehmen kann. Und deshalb mache ich seit 20 Jahren Kommunalpolitik. Wir brauchen Frauen in verantwortlichen Positionen, in politischen Positionen, weil ich ganz einfach glaube, dass Frauen natürlich auch Politik ganz anders machen. Sie sind bereit, also auch mal einen Kompromiss einzugehen. Sie sind aber auch bereit, bei bestimmten Themen auch hartnäckig zu bleiben und sich auch durchzusetzen. Da müssen wir, denke ich, mal die Herren noch ein Stück weiter ziehen. Aber das kriegen wir auch noch in den Griff.